Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, wir haben in einem Video ganz speziell über das Ego und über die Seele gesprochen und über die Unterschiede zwischen Ego und über Seele. Ich denke, wir sind uns hier auf diesem Kanal alle einig, dass wir tatsächlich auch das Ego brauchen, weil Ego ist Teil unseres Ichs, so wie wir hier auf dieser Erde sind. Und wir brauchen das Ego auch, um unseren freien Willen zu testen, sozusagen. Aber sehr, sehr wichtig ist es immer, dass die Seele der Meister ist über das Ego und nicht Ego Meister über Seele. Und da kam die Frage, ich glaube, einer Zuschauerin, sie hat gefragt, ja, wie erkenne ich denn, ob das, was ich tue, ob das geleitet wird vom Ego oder ob das geleitet wird von der Seele. Wann weiß ich denn, ob da jetzt gerade die Seele das tun möchte oder ob das Ego das tun möchte? Die Antwort darauf ist super einfach. Das auszuführen ist natürlich nicht so einfach, aber die Antwort ist super einfach. Und es ist eigentlich eine goldene Regel. Immer wenn ich etwas tun möchte, was mir sehr leicht fällt, dann ist es das Ego. Und immer wenn ich etwas tun möchte, was mir schwer fällt, dann ist es die Seele, die das tun möchte. Das heißt also, eigentlich sollte ich immer das Gegenteil tun von dem, was mir leicht fällt oder von dem, was ich im ersten Augenblick tun möchte. Deswegen reden wir ja auch so oft hier über Grenzen setzen, über Einschränkungen, besser gesagt über uns Grenzen setzen, uns selbst auch Grenzen setzen, aber auch Grenzen setzen hinsichtlich dem, was ich tue und hinsichtlich meiner Person. Wenn ich in einer Situation bin und ich habe das Gefühl, boah, dem werde ich jetzt mal so richtig die Meinung sagen, dann ist das selbstverständlich das Ego, dann ist es nicht die Seele. Die Seele würde sagen, wart erst mal ein bisschen ab, lass erst mal ein paar Minuten, vielleicht sogar viele Minuten, vielleicht sogar Tage verstreichen und schau mal, ob du dann immer noch in dieser Situation bist, in der du dem oder derjenigen mal so richtig die Meinung sagen möchtest. Es kann aber auch genau das Umgekehrte sein. Es kann eine Situation sein, wo jemand mich sehr verletzt, mich vielleicht sogar beleidigt, etwas Schlimmes sagt und in dem Augenblick traue ich mich nicht, den Mund aufzumachen, weil ich weiß, das ist eine Person, die hat hohes Ansehen, ist vielleicht sogar mein Chef, ich brauche diese Person, vielleicht ist es diejenige, die oder derjenige, der mir mein Gehalt auszahlt oder aus irgendwelchen Gründen möchte ich da lieber nicht drauf eingehen und ich schlucke diese Beleidigung oder ich schlucke diese unfaire Situation, die unfaire Behandlung. Ich schlucke, dass ich nicht das bekomme womöglich, was mir eigentlich zusteht. Ich schlucke es, ich sage nichts und ich schlucke es einfach runter. Und in der Situation wäre es dann auch das Ego, was dazu führt, dass ich nicht reagiere. Das heißt also, wenn ich da genau hinhöre, ne, dann was ist das, was mir schwerfällt? Mir würde es sehr schwer fallen, in der Situation etwas zu tun, aufzustehen, den Mund aufzumachen. Dann ist das genau das, wo die Seele spricht. Und dann ist das genau das, was ich in dem Augenblick tun sollte. Ja, wenn ich jetzt, ne, jeder kennt die Situation. Jeder kennt mit Sicherheit auch Situationen, wo er schon einmal in einer Situation war, wo er eigentlich am liebsten aufgesprungen wäre und hätte gesagt, nein, so will ich nicht behandelt werden oder ich möchte nicht, dass andere Menschen so behandelt werden. Ich möchte das nicht mit ansehen und wir tun es nicht und wir sprechen nicht und wir reden nicht und wir stehen nicht auf. Warum? Aus irgendeinem Grund, weil wir Angst haben, dass die anderen uns dann verurteilen werden, weil wir Interessen haben, weil wir wissen, wir brauchen diese Person noch, ja? Ich denke, jeder von euch hat jetzt irgendwelche Situationen im Kopf, wo er das eine oder das andere getan hat oder gerade nicht getan hat und wo jetzt eigentlich auch klar ist, dass,
wenn es mir schwer fällt, dass es dann in der Regel die Seele ist und wenn es mir leicht fällt, dass es dann in der Regel das Ego ist. Und es gilt eigentlich für jede einzelne Situation im Leben, wo ich wirklich denke, ja, ach, das sollte ich vielleicht besser nicht tun. Das ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee, aber ich will es tun, denn ja, ich glaube, dass ich da richtig was Gutes verdienen kann oder dass es mir dann richtig gut geht. Hört immer auf euer Bauchgefühl. Wenn das Bauchgefühl sagt, lieber nicht, wenn es euch schwer fällt, auf dieses Bauchgefühl zu hören, was euch sagt, lieber nicht, und irgendetwas in euch es ist, Stolz oder irgendeine Geschichte, die euch sagt, ich mache es aber trotzdem, dann werdet ihr meistens auf die Nase fallen oder seid vielleicht schon auf die Nase gefallen. Das ist übrigens auch immer so eine Situation mit dem Thema Gier, ja? Gier frisst auch Hirn auf. Und viele, viele Menschen sind schon Opfer geworden von Situationen, in denen ganz viel versprochen wurde und wo es vielleicht sinnvoller gewesen wäre, mal kurz zu warten. Damit arbeiten übrigens auch viele, auch in der Werbung, sehr gerne. Dieses Angebot gilt nur noch eine Minute oder es gilt nur noch 3 Minuten. Und jetzt muss ich handeln. Und das Ego sagt, ja, ich will jetzt handeln. Und die Seele sagt, nee, warte mal lieber ab. Warte lieber ab. Und hör auf deine Seele, warte mal lieber ab. Und natürlich ist dieses Angebot in 3 Minuten oder in 5 Minuten oder in 20 Minuten oder in einer Stunde immer noch da. Und womöglich ist es noch ein attraktiveres Angebot geworden. Hier auf dieser Erde wird damit gearbeitet, wird mit unserem Ego gearbeitet. Es ist, dass vieles auf dieser Erde in der Werbung, in den Dingen, die attraktiv für uns gemacht werden, zielen ab auf unser Ego, zielen ab auf Gier, zielen ab auf Freude, zielen ab auf die schnelle Befriedigung von Situationen und von Dingen. Und die schnelle Befriedigung ist natürlich immer das Ego. Die Seele kennt keine Zeit. Die Seele kennt auch keinen Raum. Das heißt, für die Seele ist es vollkommen egal, ob es jetzt stattfindet oder ob es in einem Jahr stattfindet. Also die goldene Regel, wenn es euch schwer fällt, wenn ihr es lieber machen würdet und es fällt euch schwer, Nein zu sagen, dann ist das die Seele. Und das, was euch leicht fällt, das ist das Ego. Es kann auch umgekehrt sein. Es kann auch sein, dass es euch super leicht fällt, Nein zu sagen, ja, und ihr lieber und es euch sehr, sehr schwer fallen würde, in der Situation Ja zu sagen. Zum Beispiel, wenn jemand euch bittet, etwas für jemanden zu tun oder zu helfen oder irgendwas zu organisieren und ihr sagt, nein, habe ich jetzt keine Zeit zu, habe ich keine Lust zu. Das ist das Ego. Wenn es euch schwer fällt, das zu tun und ihr tut es trotzdem, dann hat natürlich die Seele gewonnen. Weil die Seele sagt Ja und ihr werdet euch gut danach fühlen. Und das ist übrigens auch Teil dieser goldenen Regel. Wenn es euch leicht fällt und ihr macht es, habt ihr meistens kein großes Glücksgefühl. Aber wenn es euch schwer fällt und ihr macht es, wenn die Seele ins Spiel kommt, dann habt ihr danach meistens ein richtig großes Glücksgefühl. Ein Gefühl, dass ja, dass ihr das Richtige gemacht habt, weil ihr dann in Verbindung seid mit eurer Seele. Die Verbindung mit dem Ego ist simpel, ist leicht. Das Ego übernimmt am liebsten die Regie. Aber wenn ihr euch dagegen stemmt und ihr lasst die Seele die Regie übernehmen, dann werdet ihr ein wesentlich größeres Glücksgefühl erleben, als wenn ihr einfach nach dem Ego geht, wenn ihr eurem Ego hinterher trottet. Sorgt dafür, dass die Seele im Kontrollturm ist. Sorgt dafür, dass die Seele die Kontrolle hat und nicht das Ego. Das ist manchmal super schwierig, aber es lohnt sich, daran zu arbeiten. Und keiner von uns ist jetzt schon da, dass es immer funktioniert. Es ist ein langer Weg,
des Versuchens und des Arbeitens. Und es lohnt sich. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.